Na gut. Oh, jetzt geht's los. Achtung, vorerst. Dann kommt ja noch seiner. Der sieht doch genauso aus wie ihr Bus. Ja. Mhm. Handwerk. Aber auch so ein Schrotthaufen fährt wie ich. Mhm. Ja. Ja. Wer gleich sein. Ruf mit Perspektive, das Handwerk. Warum fahren Sie eigentlich nicht den Bus von der Polizei? Nee, warum fahren Sie eigentlich den Bus vom RC? Ja, der RC ist wichtiger. Nee, Polizei ist cooler. Nee, da steht nur Polizei drauf. Können wir uns darauf einigen, dass alle gleich cool sind? Nein. Ach nein, dieser Kompromiss. Garantiert nicht. Wie schneller aber auch gleich Nein gesagt hat. Hab ich was dabei? Sehen Sie, der da vorne fährt Polizeibus, der ist cool. Wo? Der ist schon weg. Das mal kurz, wo das steht. Nee. Also. Ja, das ist kein Polizeibus, das ist ein Trecker. Oh. Doch nicht der Trecker. Also, ich zweifle jetzt an Ihrer Kompetenz. Was wollen Sie anzweifeln? Die Kompetenz. Also, wenn man einen Trecker nicht von einem wieder Bus umgehauen. Was hast du? Ich hab das Schild aus, dass eben Stehwall wieder umgehauen. Na, jetzt weichen Sie mal nicht vom Thema. Kann es sein, dass Sie vielleicht hier einfach so ein bisschen Altersdemenz schon haben? Was? Wieso? Das Ohr. Wow. Das hat er gesagt, altes Thema. Ja. Jetzt wird's kritisch. Hängen Sie mal den Schneeball weg hier. Ui, das ist gefährlich. Das ist kalt. Können wir uns drum streiten hier. RC gegen Polizei. Oh ja, jetzt geht's los. Mieser Mitschweig. Thema ist in Ordnung. Das finde ich nicht gut von Ihnen. Wieso? Was denn? Zweifeln dir meine Kompetenz an. Ja, aber wenn man das nicht bei einem Trecker kann, was wäre? Er zweifelt den Kompetenz an. Ja, ihr Mitarbeiter hat meine Kompetenz angezweifelt. Ja, das ist so. Weil er hat einem Trecker gesagt, das sei ein Bus. Was weggeklatscht. Jupp. Was hat er weg? Ich glaube, der hat gerade da was geknutscht, der Orangene. Ja, stimmt. Der hat vorne Tieflage. Also von wegen Kompetenz, der hat auch keine Kompetenz da hinten. Der kann nicht fahren. Ja, ich stehe direkt neben Ihnen. Was? Falls Sie mich gerade anrufen? Kommen Sie nach, ich wollte den RC Bescheid sagen, dass da vorne ein Rack gebraucht wird. Ja, das ist das Lordog. Das haben wir so mit. Soll ich noch ein Dispatch schreiben? Nee, hey, danke. Aber ja, das kann ich gut. Sehen Sie, wie gut und gestellt das ist. Ich frag mal nach, ob der Herr verletzt ist. Nein, ich mach das. Nee, das mach ich jetzt. Nee. Nein, den habe ich zuerst gesehen. Nee. Kampftoast, 0-0, vielen Dank für dein Follow, freut mich. Wir kloppen uns gerade ein bisschen mit dem Rack. Was kommt, was, ey? Wer ist der Bessere? Der RC Wiesberg. Sind Sie in Ordnung? Nein, hier ist die Polizei Wiesberg. Geht's Ihnen besser? Hallo. Ihnen geht's scheiße. Siehst du, wir brauchen jetzt den Rettungsdienst. Okay. Hallo. Komm rein. Ganz schön steifen Nacken. Scheiße, hier kann ich ja gar nichts machen. Oh Gott, den geht's glaube ich nicht gut. Der stimmt ein bisschen. Bleiben Sie sitzen, wir rufen Ihnen den Rettungsdienst, die holen Sie dann da raus. Möchten Sie das übernehmen? Ja, anrufen kann ich. Perfekt, ich danke, ich hol mal weiter. Hol mal ein Auto, wir brauchen Absperrung. Genau. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja. Bin ich im Stress? Nee, ich hab keinen Stress. Kopfschmerzen. Ich hab Apparat Kontakt. Schönen guten Tag, Bürger von der Polizei Wiesberg. In der Nähe des Fraktions... dem internationalen Flughafen Wiesberg hat es sich einen schweren Unfall mit einem Bus ereignet. Und zwar an einer der Brücken, die hier ist. Ja, da ist ein Bus an einer... es handelt sich hier um eine Person, soweit ich sehen kann. Lassen Sie mich mal kurz im Bus gucken, aber der ist soweit leer erstmal. Wir haben hier einen Busfahrer, der ist hier gegen eine Leitplanke gefahren. Und ist jetzt in seinem Bus stecken geblieben. Scheint wohl auch etwas schwerer verletzt zu sein. Ist zwar noch ansprechbar, aber wenn ich das richtig deute, klagt er wohl über starke Schmerzen. Zumindest das Stöhnen. Ist er eingeklemmt? Ja, die Person scheint eingeklemmt zu sein. Warten Sie, sind Sie eingeklemmt? Sie kommen nicht alleine raus, oder? Das Lenkrad drückt mir auf die Knie. Ihm drückt das Lenkrad auf die Knie. Scheint wohl verbogen zu sein. Okay, alles klar. Wir stehen was. Wunderbar. Sie, jo, brauchen Sie noch irgendwie ein Dispatch oder finden Sie uns hier? Ich habe gerade alles schon geschickt. Alles gut, passt. Perfekt. Wir sind gleich da. Jo, ciao. Bis gleich, ciao. Also, bleiben Sie mal ganz ruhig. Wie heißen Sie denn? Harald. Harald. Richter. Harald. Also, die Kollegen vom Rettungsdienst und der Feuerwehr, die sind jetzt unterwegs. Die werden Sie dann jetzt hier rausholen. Keine Sorge. Okay. Wir haben alles informiert. Super. Hervorragend.
So, der LKW ist jetzt erstmal aus. So, ich muss jetzt erstmal hier einen Leitkegel aufstellen. Die sind da, aber das reicht jetzt auch hier. So, ja, danke. Ultra geil. Ich bin jetzt auch erst live seit, ein paar Wochen. Noch nicht so lange. Ah, da kommen sie. So, guten Tag, wunderschön. Also, sie sind noch tatsächlich an der richtigen Einsatzstelle angekommen. Da vorne ist noch die zweite. In dem Bus befindet sich eine Person, die eingeklemmt ist, verletzt ist. Die Person ist... Scheiße. So, guten Tag. Also, die Person habt ihr bereits gefunden, befindet sich hier im Bus, ist mit ihrem Bus gegen diese Leitabsperrung hier gefahren und steckt jetzt in dem Verkehrsmittel drin fest. Der Herr, also alles klar. Ja, der Kollege kümmert sich erstmal um die FF und dann schauen wir weiter. Perfekt. Kommen Sie noch ordentlich Luft? Vielen Dank. Es geht. War gern. Geht, okay. Schwer, aber es geht. Ich eigentlich, auch wenn sie an der Straße umherläuft, eigentlich eine Sicherheitsweste tragen müsste. Keine Ahnung. Oder nicht? Oh, Alter. Ist jetzt eigentlich erstmal nicht vorgeschrieben. Ist jetzt erstmal nicht vorgeschrieben. Bei nachts würde ich sagen, ja, aber jetzt so. Nee, ich meine bloß, hattet ihr nicht auch so eine Autobahnweste? Ja, der hat zerlegt. Tatsächlich, ja, wir haben eine Weste, die komplett gelb ist. Das Problem ist nur, wir müssten dann dauerhaft mit dieser rumfahren und laufen. Und die Standardpolizei oder beziehungsweise die Kleiderordnung der Polizei sagt halt vor, dass ich so aussehe. Okay, wow. Okay, aha. Muss man nicht verstehen, oder? Ja. Ich meine bloß, wenn ihr jetzt irgendwie... Autobahnmäßig oder sonstiges halt laufen. Die, wir haben noch eine Verkehrspolizei, also eine extra Verkehrspolizei, die hat dann die gelbe Weste an. Kann man den Bus eigentlich umlackieren? Weiß das jemand? Ja, kann man, aber ich glaube, sie können das gerade eben nicht. Ja, dafür müssten sie zum sogenannten Donator-Shop fahren. Ah, alles klar. Grip, Alter. Schon eher das C-Gelb wäre schon nicht schlecht. Nein. Polizei blau. Nee, da ist ja schon blau. Ich finde das gut. Das Auto ist kaputt. Erstmal Auto tauschen. Was? Ach so. Oh. Woher wollen Sie wissen, dass es dieselben sind? Das weiß man nicht. Also, ich war dann drin. Das wissen Sie ja nicht. Zack und. Oh, jetzt geht's Katüter. Oh. Jetzt hat einer einen Ausweis nicht mehr. Das ist schon richtig, Männer. Der ist da gerade Offroad gefahren. Den könnt ihr euch schnappen. Danke. Solange der Bus gelb wird, ist alles in Ordnung. Nein! Alles in Ordnung. Doch. Nein! Doch. Das will ich nicht sehen! Gelbe Busse. Ach. Da kommen wir richtig Feuerwehr, mein lieber Scholli. Da sperren wir doch nochmal ein bisschen ab hier. Ich hab's noch nicht gelesen, Sekunde. Muss mir gleich durchlesen. Muss erst absperren, dann kann ich Chat lesen. Alter, da kommen noch mehr. Das ist ja geil. Jetzt geht er aber richtig die Party ab. Was habe ich gerade für einen Status? 4, passt.
Alles klar. Du kriegst beim Fahrzeugführer auch eine Ehre, weil wir keinen Führungsassistenten mehr haben. Ja, finde ich auch doof. Aber Führungsassistent ist positiv. So, du gibst Anweisung? Ja, mal direkt. Guckt euch das an, Leute. Bilder. Achso, das ist Praktikant. Ich habe gerade das Einsatzleiter. Fahrzeugführer? Kamera Feuerwehr Nordhorn. Die sind aber ganz weit gekommen. Das gucken wir uns jetzt erstmal an hier. Das ist doch cool. Nein, Kamera ist kaputt. Ich immer die Serie an den Schweizer. Ja, danke. Der Herr, hören Sie mich? Ja. Das wird ja ein bisschen laut. Dabei, wenn du willst. Kann sich gerne sorgen. Mhm. Wenn jetzt hier einmal einen Rettungszylinder ansetzen, um das verdrückte Material aus der Hand zu drücken, um sie dann gleich befreien zu können. Mhm. So. Er hier ist jetzt quasi der direkte Versorger für den Patienten. Das heißt, es ist quasi sein Patient, er ist immer bei ihm, spricht gut auf ihn ein. Moin. So. Und die ganzen anderen Kollegen hier ist jetzt, glaube ich, hier Fahrzeugführer, das heißt, er leitet doch irgendwie den Einsatz. Moin. Sie guckt einfach nur zu, das ist auch schön. Versuch mal, die Länder wegzuschalten. Er ist auch ein Fahrzeugführer, ne? Ja. Okay. Versuch's. Ah, er ist der Einsatzleiter. Also, na, ja. Ey, dann... Da hat er jetzt noch weiter hinten aufgestellt. Daneben im Fahrer sitzen. Ja, mach uns auch mal Platz. So müsste das Gestänge erstmal weg sein, das schmeißt das mal. Wie viele Autos wollen wir noch aufstellen? Wie wolltest du machen? Wolltest du mit dem zweiten Bord nach links rausdrehen oder wie ist das vor? Ich würde direkt raus. Jo, was hast du denn jetzt hier? Ich darf dich einen Sichtschutz empfehlen. Machst du Fotos? Ja, ja. Ist das die Fotoleinwand? Was ist das? Sichtschutz? Schützt sehr vor Sicht. Ja, das ist ein sehr perfekter Sichtschutz. Also bei mir ist der rot. Bei uns ist der durchsichtig. Ja, das ist nichts von rot. Okay, dann Der funktioniert nicht so. Ja, nicht wirklich. Schade. Dann müssen wir uns alle hinter vorstellen. Auf drei. Ja. Eins. Zwei. Drei. 30 Zoll, Entschuldigung. Ja, der Spaß aus dem Dienst, Vogel bleibt noch. Das ist doch cool, ne? Schön langsam hier vorbei eiern. Gutes. So. Gucken wir mal wieder weiter. Also, was hat er gespielt? Muss man auf 9.0 vorbeischauen? Hab zuletzt gezockt. Wo ist noch die 8.0? Ja, die 9.0 ist seit gestern draußen. Wie sieht der Polizeitester? Ist doch mega belastend, wenn auf einmal der Akku alle ist bei einer Verfolgungsjagd. Ja, der geht nicht so schnell leer. Der hat schon echt großen Akku. Einfach Powerbank mitnehmen. Genau das. 5 Kopf. Ist mal schön, wenn die Zeit im RD und so weiter ein RP ergibt. Ja, das ist mega nice. Durch das, was hier abgeht. Ja, Ich konnte sie sonst nichts lassen, deswegen habe ich. Hast du das Schlüssel für Cousin? Ja. Nein, ich darf das sogar. 011, 068. Was für ein Fahrzeug handelt es sich? So, ihr kümmert euch dann auch um die Abschleppung des Busses. Ein X5. Ja. Das ist perfekt, das höre ich gerne. Also der Patient ist jetzt geborgen. Ich denke, wenn wir so langsam schon mal das, können wir das Gerät auch bereitstellen. Ich denke, das wird nicht mehr so lange dauern, bis die Einsatzstelle hier freigegeben wird für uns. Jo, alles klar, kein Problem, wiederhören. Aber der Patient ist jetzt auf dem Weg. Also er ist schon hinten drin. Hui, das geht aber schnell. Ja, der muss jetzt schnell in die ZNA, der Bruder. Er juckt mir das Hinterteil. Was machst du? Kratz nicht da. Ja, aber es juckt. Leitstelle von Fresh, komm mal. Dann nicht. Eieiei. Der war jetzt aber ein bisschen zügig hier unterwegs. Ja. Ja, der macht's richtig. Der bremst schön ab. Ja, nicht zu schnell. Sie sind ein guter Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Busfahrer. Ja. Ich wird das Ganze einmal an euch übergeben, weil ich muss leider noch einen Praktikanten wieder die Klamotten wegnehmen. Ja, natürlich. Perfekt. Denk mal, ihr kommt klar, ne? Natürlich, kommen wir klar. Dann ruhige noch einen schönen Feierabend gleich. Ja, danke schön, ebenfalls. Jo, danke, tschau. Vielen Dank, ciao, ciao. Ach, da kommt schon der Abschlepper. Ja, perfekt. Ist das deine Werkzeugkiste da? Negativ. Wir müssen die. Ich nehme die mal mit. Ja. Eigentlich nur von der Feuerwehr vergessen.
Da kommt der Abschlepper. So, also nix Hohes. Ne, ich bin nix Hohes hier. Nee, ich bin eigentlich ganz normaler Spieler, ne? Guten Tag. So, der Bus hier zur ZA, gell? Ja, das ist richtig. Okay, hier gab's so wie jeder andere auch. Da brauchst keine Angst zu haben, Mummel. Spiel mal drauf, Kinderwiss. Du hast Zeit. Ui. Warum bist du eigentlich wieder Status 6? Weil ich gerade hier, ich war da vorne bei dem Einsatz und dann war ich hier bei dem Einsatz. Da war ja keine Status 6, sondern Status 4. Ach so, ja gut, tut mir leid. Weil wenn ich Status 6 ist es ja hast absolut scheiße. Also, ist eh zu spät, ist kaum noch Aufträge. Egal, ich fahr los. Gut, na, das eine gehört ja euch hier und ich sammle meine Kegel auf und dann danke ich euch, ne? Na klar, ja, gleich. Und dann auch einen schönen Tag und schönen Feierabend auch, ne? Ja, gleichfalls, ne? Ja, ja. Also, ciao, ciao. Tschüssi. So, dann machen wir die